schauen wir uns an. Jay Whittle, das reine Böse. Der Absturz von Shoyoka. Ach du lieber Gott, was kommt denn jetzt? Seht sie euch an, die Kleine ist doch seltsam. Verwirrt, zerstreut und ganz speziell. Hey Leute, heute reden wir über eine ganz besondere Person, welche durch ihre verwirrten Aussagen einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen hat. Dabei werden wir heute Zeuge von so hartem Schwurbel ihrerseits, dass es schon beinahe beängstigend ist. Es geht um die Feministin unseres Vertrauens und Gamerin des Jahres. Shoyoka! Ja, zockt ein bisschen, ne? Macht auch ein paar Aussagen, ne? Ja, ne, man kann ja sogar ihrer Meinung sein, das ist ja durchaus möglich, aber mit 50% Let's Play, weiß ich nicht, ob man da. Also ist ja nicht ihre Schuld, das liegt ja an der Jury, ne? Aber das ist schon ein bisschen komisch, ne? Dabei werden wir erörtern, warum sie gefühlt alles und jeden, inklusive Leute, die auf tierische Produkte verzichten, für rechts hält, warum ihre Ja gut, bei der militanten Veganerin. Ja, sagen innerhalb weniger Tage sehr, sehr schlecht altern, sie aber anstatt das einzusehen, lieber ignorant und lächelnd in den nächsten Shitstorm läuft. Welche krassen Gemeinsamkeiten sie mit Robin Hood hat und warum sie einen Academy Award für die beste Opferrolle verdient hat. Bin schon Gemeinsamkeit mit Robin Hood? Sie stiehlt das Geld von den Armen? Stiehlt das Geld von den Armen, ja. Von den Reichen gibt es den Armen? Stiehlt es von den Armen, gibt es den Reichen? Vielleicht das, ne? Mit Glasknochen geboren worden. Jeden Morgen breche ich mir ein Bein und jeden Nachmittag einen Arm. Und nachts leide ich unter Schmerzen, bis mich meine Herzattacken einschlafen lassen. Wir starten rein mit den Neuigkeiten, denn wie sich herausstellt, schreibt Shoyoka einmal im Monat eine Kolumne über ihre Hirngespinste. Ist nur die Wiener Zeitung. Das ist das Geilste. Wieder, ich finde es so lustig, wie diese Bubble sich so selber irgendwie an absurdum für so dieses so, ja, das ist total der Schwachsinn, den ich da gelesen habe in der Wiener Zeitung. Was? Von Shoyoka? Hey, die ist doch eigentlich auf meiner Seite. Fuck. Sind das die, die geschrieben haben, dass Veganer recht sind? Ist von Shoyoka geschrieben. Ach, ihr verarscht mich. Das ist jetzt ein Verarschen. Wir verarschen dich nicht, denn der ist wirklich von ihr. Und nein, keiner kann dieses Mädel wirklich verstehen. Mein ganzes Dorf ist ratlos bei der. Wir verwandten weit im Blick. Und ihr Buch findet sich schick. Sein Rätsel für uns alle diese Welt. Aber die einzigen, die heftig verarscht werden, sind eigentlich nur die Wiener Zeitung. Imagine überweist Shoyoka Geld, also ich gehe mal davon aus, dass sie dafür Geld bekommt, damit sie euch erklärt, wie marginalisiert sie ist. Denn obwohl ich seit über 10 Jahren geoutet bin, fühlte ich mich eine lange Zeit nicht queer genug, um mich... Denn obwohl ich seit über 10 Jahren geoutet bin, fühle ich mich nicht queer genug... ...als Teil der LGBTQ-Community zu verstehen und habe mich darauf beschränkt, mich Ally zu nennen. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich zu so einem Text sagen soll. Das sind wirklich Probleme, die hätte ich wirklich gerne. Ich hätte echt Bock, für eine Zeitung zu schreiben, dafür gut Geld zu kriegen, um mir diese Frage zu stellen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch irgendwo queer bin oder ob ich vielleicht habe ich eine leicht schwule Seite. Ja! So! Und bezahlt mir jetzt die nächste Rechnung? Das sind so Themen, die mich wie... Ja. Okay. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Ich verweise mal kurz auf folgenden Artikel. Bi-Pan und asexuelle Personen, sie sieht sich übrigens als pansexuell, kommen wir gleich noch zu, stehen innerhalb der... Ja, ich bin schon rechts, weil ich glaube, ich bin einfach... Ich glaube, ich bin tatsächlich heterosexuell und lebe sogar monogam. Finde aber trotzdem... linke Politik ganz gut, aber vielleicht bin ich ja trotzdem dadurch schon rechts für die. Juckt mich natürlich nicht, wie die mich einordnen, aber... Queeren Community oft nur am Rand. Sie fühlen sich nicht wahr und ernst genommen und erfahren auch in LGBTQ-Räumen häufig Ausgrenzung. Ach, ich liebe alles.
Was ich mich immer wieder frage, warum sind die eigentlich alle immer so gruppenfokussiert? Also ich stelle mir gar nicht immer die Frage, ob ich jetzt bei der oder jener Gruppe gut ankomme, sondern ich bin einfach Individuum und mach meinen Scheiß und such mir einfach, also ich such mir einfach die Kontakte mit oder finde die Kontakte, die zu mir passen persönlich, und ob diese Menschen jetzt schwarz, mittelbraun, asiatisch, muss nicht mal Religion spielen eine große Rolle. So, ich möchte einfach Menschen in meinem Leben haben, mit denen ich mich gut verstehe. Und ob die jetzt schwul, bi, pan, was auch immer sind, das ist mir sowas von Latte. Ich will einfach mit guten Persönlichkeiten zu tun haben, die einfach einen guten Charakter haben. Wieder diese Frage so, ich komme mir von dieser Szene nicht angenommen vor. Hä? Hör auf, eine Szene zu suchen vielleicht einfach mal. Sei doch einfach mal... Guck mal, sie kann doch jetzt einfach Shoyoka sein als Person. Vielleicht kann sie auch eine ganz nette Person sein. Eine ganz ordentliche, gescheite Person und alles ist gut. Und dann triffst du die und sagst so, hey, was sind so deine Hobbys? Ja, ich mal gern und schwimmen und so gefällt mir. Wisst ihr noch diese klassischen Themen früher, so Hobbys, so ich sammle Briefmarken. So, das ist doch was ich über jemanden, ich will doch nicht jedes Mal wissen, so, welche Gruppe kann ich dich wieder, hä? Seid doch mal Persönlichkeit. Einfach Charakter. Dieses Gruppengewichse immer. Daran. Shoyoka schafft es, sich sogar opferrollmäßig von diskriminierten Gruppen diskriminieren zu lassen. Sich also quasi unter Gruppen, die marginalisiert sind, unterzumarginalisieren. Nein! Au! Also spätestens jetzt sollte das ganze Dorf wissen. Hinter der okay. Fassade ist sie fürchtig ziemlich fad. Und in keiner Weise gleicht sie uns. Wer wagt denn den Vergleich mit uns? In keiner Weise gleicht sie uns die Welt. Aber wie... Es hat wirklich so ein bisschen wie aus so einer Artenschicht früher, ne? Wo die dann alle so, also, wo du so am Hofe bist, ne? Da laufen so die Intrigen. Wird König oder Kaiser, ne? Und wen muss man aus dem Weg räumen, ne? So ganz zarten so. Und wer hat schon wieder... irgendwie die falsche Perücke auf, die noch von 1660 ist. Wir tragen doch jetzt die von 1670. So, das ist so, ich denke so, ey, Alter, wann ist uns das abhanden gekommen? Ich kann mich noch wirklich an die Zeit 2010 erinnern, wo du so das Gefühl hast, die Leute wären zumindest, ich rede jetzt nicht von diesem Ellenbogen-Individualismus oder Egoismus, sondern wirklich von diesem Bewusstsein, Individuum zu sein, ein paar Macken, ein paar Neurosen zu haben, zu merken, okay, ne, es gibt Gemeinsamkeiten mit der normalen Bevölkerung, aber man hat auch so ein paar Verrücktheiten an sich oder Besonderheiten, wie auch immer. Aber jetzt ist das alles wie so gruppenfokussiert, wo du denkst, wo sind wir eigentlich gelandet? So, ist das nicht eigentlich genau der Scheiß, der von den Rechten angetrieben wird? So, zieh dich zurück auf deine, oh, wo du hingehörst, wo deine Bubble ist und ordne dich zu. So, dieses Vergessen von Individuum sein und Persönlichkeit mit verschiedenen Facetten, ist, haben wir das komplett vergessen, oder was? Wie geht denn der Artikel weiter, in dem uns erklärt wird, wie opferrollmäßig sie unterwegs ist? Eine weiße, pansexuelle Polycis-Frau, die die meiste Zeit in heteronormativen Beziehungen lebt, der sieht man das Quersein nicht an. Können wir das nochmal... Mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich meine, guck mal, versuchen wir es mal positiv zu sehen. Sie kann doch jetzt einfach eine nette Persönlichkeit sein. Einfach ein netter, guter Charakter mit vielen Facetten. Vielleicht Facetten, die nicht jeder kennt, die ihn noch keiner entdeckt hat. Und stell mal vor, du triffst sie abends und du musst jetzt nicht mal irgendwie auf die Schafe oder irgendwas sein, sondern einfach mit ihr quatschen, sagen, hier, du, ich bin da bi oder so. Und dann sagt sie, ah, okay, ja. Ja, und wann ist dir das klar geworden? Dann sagt sie so, ja, vor 5 Jahren so und so. Muss jetzt nicht Teil von einer großen Bubble oder irgendwas sein, sondern kannst du ja mit ihr einfach reden. Ich meine, klar, die Gesellschaft hat Zeit gebraucht, ne, um diese Entspanntheit auch zu entwickeln. Und das respektiere ich ja auch, dass das alles so Schübe sind. Aber muss ich das jetzt immer noch so krass kollektivieren? Muss ich da jetzt immer noch so denken, so, ja, ich werde von dieser Szene. Der Sinn ist doch eigentlich, dass sich diese Szenen mit der Zeit eher abbauen. So, Solidarität soll ja mehr sein, als immer nur in der eigenen Gruppe irgendwie sich gegenseitig ein anzuwichsen, sondern es geht doch darum, dass man unabhängig, also selbst wenn alle verschieden sind und verschiedene Merkmale haben, dass man trotzdem zum Beispiel für gemeinsame Ziele kennt, wie zum Beispiel soziale Gerechtigkeit und
ne, und Rechte für alle und so, dass man unabhängig davon agiert, sondern ich bin irgendein Vollidiot und du bist irgendwie ein Vollidiot, aber hey, wir schließen uns trotzdem zusammen, weil wir für unsere Rechte kämpfen. So, immer dieses Zurückziehen auf, oh, ich gehöre nicht dieser Szene an. Ja, geil, toll. Haben wir noch mehr kleinere Gruppen halt, ne? Die sich dann alle aufspalten und dann gegenseitig zerficken und dann noch mehr Grabenkämpfe und Flügelkämpfe und der wird weniger diskriminiert als ich und ich etwas 5% mehr und hä? Was ist das für eine... Mal kurz aufgreifen, weiße, pansexuelle Poly-Cis-Frau. Nice. Wow, ich wollte einfach nur deinen Namen wissen. Wie heißt du? Ja, ich bin die Shuri, ich bin die Shoyoka. Du bist die Shoyoka, okay. Nee, ich muss jetzt erstmal nur mal so ein Referat dafür bekommen, was du noch alles bist. Hä? Kann ich dich nicht einfach ansprechen? Ich bin Ta. Hallo. So, ja, Ta mag Metal, Ta mag Geschichte, Ta mag... Hä, doch. Das Pansexuell steht dabei dafür, dass sie du brauchst vorher erstmal ein Referat darüber, um festzustellen, mit wem du gerade redest. Potenziell von allen Geschlechteridentitäten angezogen fühlt. In ihrer Welt, wo es also mutmaßlich 190 Geschlechter gibt, inkludiert... Okay, und das hilft bei was jetzt? Um deine wahre Identität herauszufinden. Wisst ihr, was ich traurig finde, wenn ich meine Identität über irgendeines dieser Symbole definieren müsste? Wenn ich, wer ich bin, mich auf irgendeines dieser Zeichen irgendwie definieren müsste. Ich will kein Zeichen haben. Ich will einfach sagen, hallo, ich bin der, der ich bin. Und ihr werdet mich schon irgendwie kennenlernen. So, ich brauche doch nicht irgendein Symbol, um zu zeigen, wer ich bin. Dies natürlich auch die Genderfüchse, Hunde und... Das ist doch ein Armutszeugnis. Wölfe. Selbst wenn sie jetzt spüren würden, dass ich ein Wolf bin, Heißt es ja nicht, dass sie mich direkt akzeptieren. Ja, Fragen, die man stellen muss, ne? Ist ja ihr gutes Recht, Privatsache eigentlich. Hey. Ich wünsche ihr alles Gute für ihre Wolfsfreundschaft, ohne Scheiß. Wenn sie lernt, mit den Wölfen zu kommunizieren und zusammenzuleben, gönne ich ihr. Was mit dir zu reden? Verpiss dich, du Hurensohn! Poli hingegen sagt, dass sie gerne mit mehreren gleichzeitig Beziehungen führt, sich quasi eher weniger auf einen Partner beschränkt. Ey Leute, jetzt mal ernsthaft, wenn bei ihr irgendwann nicht mehr läuft, die ich hab... Ja, sie muss erstmal für die soziale Gerechtigkeit der Wölfe kämpfen, ne? Hab so Bock auf ihr Onlyfans, das wird ein ganzer Zoo werden, sag ich euch, und Freiraum ist hoffentlich auch dabei. Oder wird gevögelt, bis der Arzt kommt. Ne Jay, bei dem Joke bin ich raus. Mit der habe ich mich übrigens letztlich getroffen und die hat erschreckende Dinge mit mir in der Küche angestellt. Okay. Jetzt mal ehrlich, die Karriere als Journalistin von Shoyoka als Carla Kolumna ist durchaus bemerkenswert. Das musst du erstmal schaffen, als linksradikale Person Kontra von einem Dekadent zu bekommen. Normalerweise könnte Shoyoka wahrscheinlich Waisenkinder anspucken und Dekadent würde einen Grund finden, das irgendwie gut zu framen. Hashtags. Man muss ja Dekadent zumindest einen Punkt schon lassen. Es gibt wirklich einen Punkt, wo er irgendwann aussteigt, wo es selbst ihm einfach zu blöde wird. Das war damals mit Dara, mit dem Judenhass, ne, mit dem, es geht gegen Vogue, also meint man damit Juden, es gibt so bestimmt einen Punkt, wo selbst Karl irgendwann sagt so, okay, jetzt reicht's. Wo selbst er einfach sagt, okay. Aber, ne, ich hatte ja mal kurz, ne, den Eindruck, dass der auch mal so ein bisschen klar wird, ne, aber wenn man dann zum Wahlbetrug aufruft, dann denke ich halt so, okay. Ein paar Minuspunkte gesammelt. Soli für Shoyoka posten und das Waisenkind zu einem Stream-Talk einladen, um ihm ins Gesicht zu sagen, was bist du für ein Arschloch? Das muss man sich aber mal zu Gemüte führen. Allein die Überschrift sind Veganer rechts ist so weit weg von der Realität, dass selbst Dekadent den Schuss hört und aufruft, sie dafür zu kritisieren. Das ist eigentlich immer so, wenn du im Leben wissen willst, wann du wirklich verkackt hast, immer dann den Punkt, wenn sich Dekadent über dich lustig macht, dann hast du den Punkt erreicht, wo du aufhören solltest. Wenn selbst Karl aussteigt, dann musst du den, dann hast du den Punkt erreicht. Wenn Karl aussteigt, dann musst du wissen, wo jetzt so der Punkt erreicht ist. Artikel geschrieben wird, der die Frage beantwortet, ob Veganismus rechts ist. Ja, okay, aber das war ein geiler Spruch. Hey, in dem Fall würde ich sogar sagen, go for it. Ich glaube langsam schon. Man muss aber das sagen, bei dem Dingens, was er da gesagt hat, hat er auch gesagt, Veganismus hat nichts mit Ernährung zu tun. Ja.
Popka macht das extra, weil immer wenn sie in etwas besonders schlecht ist, gewinnt sie dafür einen Preis. Und wenn man sie dann dafür kritisiert, dann ist man halt frauenfeindlich, logischerweise. Ich bin eine Frau. Wenn ich als Frau einen Preis gewinne und Männer sind davon überzeugt, dass ich den Preis nicht haben sollte, dann geht... Vielleicht gab es ja auch Frauen, die der Meinung sind. Und jetzt? Meine Zahlen nicht hoch, sondern man startet eine 10-monatige Kampagne, um mich zu zerstören. Genau. 10-monatige Kampagne, um sie zu zerstören. Also nicht mehr ich will, dass sie zerstört wird. Ehrlich gesagt, die soll auch ruhig weitermachen. Da habe ich kein Problem mit, weil es vollkommen in Ordnung. Die Frau, ihr Recht stattzufinden, so was sie sagt, was sie tut, wird halt kritisch kommentiert, so wie sie Dinge kritisch kommentiert. Und damit haben wir ein ganz normales Niveau, vollkommen okay. Man muss nicht alles toll finden, man muss nicht jedes Stilmittel toll finden oder so. Aber ich wäre der Erste, also wenn jetzt jemand wegen irgendeiner Bagatellsache sagt, ja, die Frau muss irgendwie weg oder die muss gelöscht werden, das würde ich auch sofort sagen, nee, lass doch, darf doch genauso stattfinden wie ich auch, ganz normal. No. Muss ich nicht gut finden, aber ich habe kein bisschen Schmerz da, davon oder damit, dass sie irgendwie auch einfach Content macht und streamt und was auch immer. Oh, du bekommst Hate, weil du den Preis gewonnen hast und nicht in etwa, weil du ständig dämliche Aussagen bringst. Das ist mir auch unerklärlich, warum es bei dir nach jeder Aussage einfach nur bergab geht. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. Das wird so aufgebracht. Das ist einfach nur highly beängstigend. Ihr Statement zu der Kritik zum Artikel killt dann natürlich wieder alles, sodass wir hier gar nicht drum herum kommen, es nicht auseinanderzunehmen. Falls Menschen es nicht mitbekommen haben, seit Monaten Diffamierungskampagnen gegen mich laufen und einzelne Sätze und einzelne Worte von mir aus dem Kontext gerissen und dann auf TikTok hochgeladen werden in neuen Kontexten. Das passiert eigentlich fast jedem Influencer irgendwie, dass irgendwas, sobald du noch ein bisschen Reichweite hast oder ein paar Klicks oder so, läufst du Gefahr, dass irgendwas aus dem Zusammenhang rausgezogen wird, irgendwo verbreitet wird und ja, mein Gott, ich will jetzt nicht mit diesem altdummen Spruch daherkommen, weil ich ja auch der Meinung bin, Fair Play ist schon wichtig, aber ja, so ist leider das Internet, ne? Ich wünsche mir, es wäre besser und ich würde auch daran appellieren, dass wir alle ein bisschen fairer, anständig miteinander umgehen, aber zu sagen, sie wäre jetzt die Betroffene, der das passiert, muss ich sagen, na, da ist sie nicht die Erste. So, da kriegt jeder mal einen vorn Latz, jeder wird mal irgendwie aus dem Kontext gezogen, jeder wird mal irgendwie veralbert, jeder wird mal irgendwie kommentiert, kritisiert, wie auch immer. Ich gehe stark davon aus, dass sie ein bisschen Kleingeld hat und auch eine gewisse, sag ich mal, Connection, die sie auch ein bisschen schützen kann. Also sie ist jetzt wirklich nicht irgendwie, also dann hat sie den Blick für die Realität verloren. Da gibt's draußen Leute, die haben nicht die Kohle für irgendeinen Anwalt oder sonst was und können sich gerade mal spontan gegen irgendwas wehren. Also, ich glaube, ja, und mir ist das scheißegal, wer welchen Blödsinn erzählt, welches Geschlecht, welche Orientierung, ist mir scheißegal. Wer Blödsinn erzählt, erzählt Blödsinn. Und wenn ich Blödsinn erzähle, dann werde ich mich reacten und sagen, was erzähle ich für Blödsinn. Unterstellungen, die ich nie geäußert habe. Ja, so, ja, sorry. Oh, hast ja Skyros nie unterstellt, dass er dich auf der Gamescom sexuell belästigt hat, dass er dir ins Dekolleté gefilmt hat und dich dazu aufgefordert hat, Brüste zu zeigen für Klicks. Und ihm unterstellt, dass er das auch mit anderen Frauen gemacht hat, hast er sicherlich auch nicht, ne? Die Vorwürfe standen im Raum. Ne? Wie gesagt, diese Kamerahaltung war jetzt vielleicht tatsächlich so optimal, aber die war halt eine typische Selfie-Haltung, ne? Diese berühmte, wo sie halt sagt, ne, das unhöflich so von da oben zu filmen, mach das mal ein bisschen gerader. Weiß nicht, ob das jetzt die sexuelle, also hätte man mal bei meinem Biertitten auch machen können. Gegen ihn im Raum stehen zur Belästigung von irgendwelchen Influencerinnen, inklusive mir, auf der Gamescom in den vergangenen Jahren. Ja, aber selbst wenn, du hast ja recht, man muss die Aussagen einfach nur in einem anderen Kontext sehen. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam verstanden. Ich meine, es kann ja auch gut sein, dass dieser Tweet als Kompliment gemeint war. Nach dem Motto, Skyros ist ein klasse Typ, der gibt Frauen und ihren Brüsten eine Plattform auf der Gamescom. So macht man. Naja, der war jetzt auch, ne, zeitweise nicht gerade die Person der Sympathie, ne? Nur das ist auch wieder so ein Punkt. Und das ist wie gerade mit dem Dekadent-Vergleich. Du musst schon richtig viel Scheiße labern und richtig viel Blödsinn machen, dass Skyros daneben sympathisch aussieht. Da sollst du vielleicht mal drüber nachgedacht haben, ob du vielleicht nicht mal ein bisschen viel Blödsinn geredet hast, ne? Das ist halt, weil der hat auch schon hier mit Andrew Tate und so, naja. Man das in einer Demokratie. Tze, und wir Idioten und toxischen Männer dachten alle, Shoyoka bringt einfach nur unfassbar dämliche Takes, die sehr schlecht altern. Zum
Why didn't I flinch? Because the laws of science differ fundamentally from those of... Aber nee, solche Vorwürfe sind halt kein Spaß mehr. Wir ziehen sie einfach nur aus dem Kontext und sie wird ständig missverstanden. Sie tut doch eigentlich gar nichts. Why are you looking at me like that? What's up, little bud? Das ist übrigens, ich habe das mal immer mal gegoogelt oder so. Menschen, die sich permanent missverstanden fühlen, also immer, egal was sie sagen und immer sagen, ich habe das falsch verstanden, das ist, soll tatsächlich meistens, das muss ich nochmal nachgoogeln, bevor ich mir eine Quatsch erzähle. Aber soweit ich mich erinnern kann, kommen solche Vorwürfe meistens von narzisstischen Persönlichkeiten oder von krankhaften narzisstischen Persönlichkeiten, ne, die sich immer falsch verstanden fühlen. Also immer sind die anderen schuld, was sie verstanden und interpretiert haben. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich mal verhaspelt hat und es kam falsch an. Dann kann man ja auch noch erklären, okay, sorry Leute, ich habe das so und so gesagt, nee, das meinte ich nicht. Ne, dann kannst du es ja nochmal erklären. Das ist nicht schlimm. Aber wenn du permanent den Vorwurf an die anderen tätigst, dass alle anderen dich falsch verstehen, vielleicht musst du dann ein bisschen in deiner Sprache und deiner Ausdrucksform üben. So, ich verhasse mich hier andauernd oder Wortfindungsstörungen. Ja, ist es jetzt die Schuld von Twitch oder von Zuschauern? Nee, es liegt vielleicht daran, dass ich hier öfters mal ein paar Bier trinke. Das geht schon ins Gehirn. Also das Bier ist schuld und die Werbung ist schuld. Like what, dude? He's just looking at you, he's a baby. He's just... Look at his face. Nein. Dumb little face. Stop. Yo, Zan, get your boy, dog. Weiter geht's mit dem Statement. Dass ich also VODs runternehme, hat nichts damit zu tun, dass ich Diskurs verhindern möchte, sondern mit Selbstschutz. Also. Okay. Den Diskurs verhindern tust du in erster Linie, weil du jedem klärenden Gespräch aus dem Weg gegangen bist, das dir angeboten wurde. Was komisch. Da muss ich immer wieder sagen, selbst. Da könnt ihr aber da sagen, was ihr wollt, aber ich fand es trotzdem gut, dass er in so einen Diskurs mit zum Beispiel mit Imt auch reingegangen ist und dass er einfach sich der Sache auch irgendwie gestellt hat. Also ich habe bei ihm zumindest immer noch den Eindruck, dass er eher bereit ist, sich auch mal eine Sache zu stellen, auch wenn er noch so viel Blödsinn gequatscht hat oder wenn er weiß, dass er halt aneckt oder so. Aber das muss man ihm trotzdem lassen, dass er das gemacht hat. Wie gesagt, dafür kriegt er trotzdem ein Stück weit Anerkennung, dass er wenigstens, ich meine, ne, gerade jemand auch wie ihm, der ja auch schlagfertig ist und so, da musst du erstmal reingehen, wenn du da so unter Beschuss standst, ne? Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, das ist nicht wichtig, aber er wusste, er steht unter Beschuss, er geht in den Talk mit ihm rein und weiß, dass er auch hinterher auch, sag ich mal, satirisch da auch veralbert wird. Aber er hat's gemacht und das finde ich auch trotzdem gut, ne? Und da kriegt man trotzdem auch ein Stück weit Respekt wieder von mir, wo ich sag, okay, er stellt sich der Sache wenigstens irgendwie. Das habe ich jetzt bei Shoyoka noch nicht so erlebt. Und auch bei Freier Rubrik auch noch nicht. Bei Freier Rubrik gelten ja auch ganz, ganz krasse Regeln, glaube ich, auch im Chat so. Ich glaube sogar, was ich noch nicht so, dass es, heißt es nicht, glaube ich, dass das, wie es das keine Demokratie gibt und auch keine Freiheit. Irgendwie, sich nichts Falsches behaupten, muss man abchecken, ne, was da genau drin stand. Ich weiß es nicht mehr genau, aber. Also in meinem Chat gilt ja einfach nur, dass man sich halt nicht wie das letzte Arschloch verhält, ne? Aber es können ja frei Dinge geschrieben werden, solange man nicht irgendwie zur Auflösung der Verfassung wie aufruft oder lauter so Sachen. Komisches, weil hättest du uns ja eigentlich nur den richtigen Kontext nennen müssen und alle wären auf deiner Seite, ne? Ja, sorry, habe ich ja vergessen, dass wir alles nur blinde Frauenhasser sind, die auf inhaltliche Argumente deinerseits immer ungefähr so reagieren. Was ist denn eigentlich mit all diesen Männern, die ja genauso Kritik auch abkriegen? Also ich meine, gerade jemand wie Dekalden, wird ja auch ständig hier kritisiert und so, ne? Und das ist ja gar nicht, dass er jetzt irgendwie schlimm an sich ist, sondern wird doch genauso drauf hingewiesen. Da hast du auch Mann, soweit ich weiß, bekennt sich dazu, ein Mann zu sein, hat doch genauso was abgekriegt. So, es gibt Frauen, die kriegen nichts ab, weil die, keine Ahnung, nicht die Angriffsfläche geboten haben oder so. Und nicht, weil sie sich wie als Frau gelernt haben, zurückzuhalten, sondern einfach, keine Ahnung, weil sie einfach nichts geredet haben, was besonders kontrovers ist. So. Ich glaube, das Schlimmste ist, und das ist ja eigentlich, was überhaupt nichts mit Linkssein zu tun auch hat, die haben echt Angst davor, als Individuum wahrgenommen zu werden. Die wollen alles da, die wollen sich immer auf ihre Gruppenzugehörigkeit zurückziehen, damit sie als Individuum unangreifbar sind. Und das ist halt genau das eigentlich, was Rechte machen. So eine Rechte wollen ja die Herdenmentalität, normalerweise. Also ich will jetzt nicht sagen, die Rechte ist immer schwierig, aber das rechte politische Denken ist eigentlich immer eher Individuum verachtend. So, da werden Kulturmerkmale gesucht, bis hin zu Rassenmerkmale und so. Alles wird verallgemeinert und alles ist ja in so einer Herdenmentalität drin. Und beim linken Denken geht es ja darum, wir schauen über diese ganzen
Aspekte drüber hinweg, sondern sehen erstmal den Einzelnen natürlich in einem sozialen Geflecht. So, und genau da wollen eigentlich Menschen wie, ich weiß nicht, Shoyoka anscheinend wieder hin, dass wir das nicht sehen. So, sie ist nicht einfach Individuum, sondern sie ist irgendwie Teil, so, du beleidigst mich, also beleidigst du alle Frauen, beleidigst du alle, keine Ahnung, Bisexuellen oder was. So, damit kannst du dich dann rausziehen. Aber das ist genau das Gegenteil von dessen, was eigentlich eine linke Weltsicht an sich hat. Da läufst du nun mal Gefahr, als Individuum kritisiert zu werden. Wenn du Blödsinn redest, redest du Blödsinn. Nicht deine Community, nicht der sonst wer, sondern du redest Blödsinn. Warum? Kann man auch analysieren. Natürlich hat jeder Mensch eine Prägung, eine Erziehung und all dies, das drumherum, was wir alle kennen, ne? Wegen mir auch noch ein bisschen Genetik oder so, ne? Spielt irgendwo auch noch ein bisschen mit rein, aber dessen kann man sich ja rausentwickeln auch so ein bisschen, ne? Man hat welche Prägungen. Ob du jetzt eine 5% höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass du Krebs kriegst, okay, da kannst du wenig gegen machen, ne? Aber wir alle können uns als Individuen weiterentwickeln, so. Und ich habe immer den Eindruck, die wollen eigentlich, dass wir wieder zurückgehen zu dem, ich bin ja nur Teil dieser Bubble oder drumherum. So, und dadurch bin ich unangreifbar. Und wenn du mich angreifst, wenn ich irgendeinen Blödsinn rede, dann greifst du ja alle anderen an. Haha, ich bin raus, danke. So, ich habe eine Antikritik-Kuppel aufgebaut. Prallt alles ab. Du kannst sagen, was du willst, immer wenn du mich kritisierst, zack, kritisierst du alles, was um mich herum noch dazugehört. Ich bin fein raus und kann jeden Blödsinn reden. Geil. In so einer Welt wäre ich auch mal gerne. Ich kann jeden Schwachsinn reden und wenn es gegen mich geht, ne, dann ist nicht Tar, der den Blödsinn redet, sondern ihr kritisiert die Metal-Szene oder die Black-Metal-Szene, ihr kritisiert Langhaarige, ihr kritisiert Übergewichtige, ihr kritisiert Leute mit Überbiss, ihr kritisiert Leute mit, die Mitte 30 sind und etwas unreine Haut haben, ihr kritisiert Leute, die auf Twitch streamen und nicht tausende von Zuschauern haben, ihr kritisiert Leute von, ich bin raus. Ich kann jetzt alles machen. So, ich bin weg. Was ist das für ein Schwachsinn? Also ich weiß nicht, das ist irgendwie, was ist das für ein Weltbild? Oh, I got you! Oh, there's something on your shoe! Huh? Weil ich auch an dieser Situation gerade wieder einfach vor den Bus geworfen werde. Was habe ich denn gesagt? Women for Trump. Und sich die politische Linke völlig darin versagt, sich mit mir zu solidarisieren. Ja, weil ich ja von Gottes Gnaden her die Aufgabe habe, mich immer mit dir zu solidarisieren. Liebe Shoyoka, sollte dir irgendjemand dich bedrohen, sollte irgendjemand wirklich schlimme Dinge im Schilde führen, wie ich der Erste sagt, lass diese Frau in Ruhe. Bitte lass sie in Ruhe. Tut dieser Frau nichts, egal ob sie Blödsinn redet oder nicht, aber bitte lass die Frau in Ruhe. So ist ihr könnt die Frau argumentativ angehen oder so. So, dann werde ich solidarisch, ne? Dann werde ich immer solidarisch. Aber bitte, wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst und Dinge erzählst und sagst, dann musst du damit leben, dass du einfach ein bisschen was abkriegst. So, und es gibt keine Legitimation für irgendwelche Sachen wie Gewalt oder Mordandrohungen oder sonst was, von egal woher sie kommen, gibt's keine Legitimation. Nix. So. Aber für Aussagen kriegt man nun mal Kommentierungen. Die sind auch nicht immer alle schlau oder intelligent, ne? Und man kann hoffen, dass es besser wird, dass die Leute das auf eine niveauvolle Art machen. Aber meine Güte. Immer dieses sich von allem frei machen, so. Also ich kann jedes Mal sagen, ja, weil ich eine Frau. Nein, du hast vielleicht auch einfach Blödsinn geredet. Okay. Und es gibt Frauen, die dich dafür kritisieren. Selbstbewusste, emanzipierte Frauen, die vielleicht sogar links sind und, ne? Die eigentlich vielleicht gar nicht mal so weit weg von dir sind, nur die an dem Punkt einfach sagen, pass mal auf, am gewissen Punkt bist du Individuum und bist du als Individuum verantwortlich, was du erzählst. Ey, du nimmst die Dinge zum Selbstschutz runter und du wirst mal wieder vor den Bus geworfen? I don't know, it smells a little bit like Opferrolle. Also Moment mal. Ich meine, es ist sich natürlich auch ein Stück weit würde ich entgegenkommen, vielleicht hat man sich da jetzt auch die letzten Wochen, Monate, weil eigentlich war diese Sache ja auch ein bisschen jetzt mal vorbei auch, ne? Ich meine, ich gucke jetzt gerade das Video an, weil es mich interessiert, aber es ist so,
wenn man sich halt wirklich unangreifbar für alles machen will, ne, dann. Also man sollte sich jetzt auch nicht ewig an Shoyoka festbeißen, ne? Da gibt es noch andere Personen, die auch Quatsch reden und auch. Wenn die morgen ein Video macht und erzählt irgendwas Kluges oder wo ich einfach sage, nee, da hat sie recht oder wenn teilweise was stimmt, dann würde ich, wenn ich der Erste sage, ja, da hat sie recht oder so. Das würde ich auch bei Karl machen, das würde ich auch bei Dara machen, wer auch immer. Ich würde immer, mir geht es letztendlich ums Argument. Und wenn jemand richtige Argumente hervorbringt, dann ist mir erstmal, die Person ist für mich sekundär. Natürlich kannst du den Kontext erkennen, sagt jemand etwas, weil er irgendwie eine metapolitische Botschaft loswerden will. Klar, das kann immer sein, ne? Aber zuallererst interessiert mich immer die Aussage, also der Fakt, das Argument. Und wenn morgen Shoyoka 5 richtige Dinge sagt, dann sagt sie 5 richtige Dinge. Dann würde ich das auch sofort verteidigen. Ich sage, da hat sie recht. An dem Punkt, ne, egal ob man die Person mag oder nicht, aber da und da hat sie recht. Das ist dieses Fair Play, was ich immer wieder sage. Es geht um, wenn man auf der Wahrheitssuche ist, dann muss man da auch fair sein. Und das würde ich sofort immer machen. Egal wer es ist, dann würde ich immer sagen, selbst wenn ich die Person nicht leiden kann oder irgendwie, scheißegal, dann sage ich, okay, da hat die Person aber recht. Unabhängig der Person, da hat jemand recht. Weil letztendlich geht es um die Wahrheitsfindung. Und bei der Wahrheitsfindung muss man eben mal die Person beiseite schieben. Man kann, wie gesagt, den Kontext irgendwie metapolitisch analysieren, das kann man immer machen, aber dazu muss man in der Lage sein, halt erstmal auch mal eine Aussage getrennt davon zu betrachten. Ein Argument ist ein Argument. Ich gebe wirklich mein Bestes, mich irgendwie in Shoyoka hineinzuversetzen. Ich verbrenne täglich Kopien von Hogwarts Legacy. Aber doch nicht Saints Row. Ist das Saints Row 1? Saints Row 2 hat mir mega Spaß gemacht. Uncharted? Nee, auch nicht. Und trage über mein Pullover im Winter Zwangsjacke, aber ich kann sie trotzdem nicht verstehen. Ich bin eine Frau. Wenn du als linksradikale Person wie Shoyoka von rechten Vollpfosten Kontra bekommst, machst du alles richtig. Herzlichen Glückwunsch, bist auf einem guten Weg. Aber wenn linke Leute, links... Ja, wollte gerade sagen hier. Ich finde zum Beispiel Alpha Kevin gucke ich immer noch gerne an. Also ich finde, der ist wirklich, ich finde ihn zu 90% echt based immer. Der ist, ich habe auch bei dem echt den Eindruck, dass der so das Fair Play wirklich beherzigt. Radikale Leute und die politische Mitte. Und ja, jetzt werden wieder Leute kommen und sagen, politische Mitte gibt es nicht und ich habe mir gerade in die Hosen geschissen. Alle zusammen gegen deine Aussagen schießen, dann ist es vielleicht langsam der Zeitpunkt, dich zu reflektieren, anstatt Solidarität zu fordern und komm. Ja, du kannst, genau, reflektier dich erstmal, hast du wirklich recht, ne? Und wenn, schon mal vor, die würde jetzt einen Livestream machen und würde einfach mal, reflektiert und würde. Ja, ich finde Alpha Kevin relativ in Ordnung. Weiß ich, ob du ihn anders siehst, Promille King. Setze dich doch einfach mit den Argumenten auseinander. Vielleicht hat ja auch Shoyoka auch irgendwas, wo sie sagt, pass mal auf, ich habe mich da vielleicht falsch ausgedrückt, ich habe das anders gemeint, ne? Kann es so und so erklären, wie auch immer, ne? Das wäre ja auch okay, ne? Wo sie dann vielleicht sagt, okay, vielleicht kam das deswegen so und so falsch rüber. Und deswegen kriege ich die Kritik ab oder so. Es kann ja irgendwo, vielleicht ist auch bei ihr irgendwas Wahres drin und seid doch mal offen, das irgendwie aufzuklären. So, seid nicht einfach nur stur, sondern versucht doch zu erkennen, wo ist vielleicht irgendwo der Fehler in der Kette vielleicht. Das kann man ja auch mal machen. Komm endlich raus aus der übertriebenen Opferrolle, bitte. Wirklich nette Jungs. Es tut mir im Herzen gut, ein paar absolute Volltrottel wie diese beiden übers Ohr zu hauen. Ich wäre natürlich. Bin ich jetzt raus, weil ich Alpha Kevin gut finde. Ich weiß, ich habe bei ihm schon den Eindruck, dass er auch. Will ich nicht, Samariter. Könnt ja mal Argumente bringen, warum ihr den nicht so toll findet. Und hey, Jay Riddle mit seinen ehrevollen Spadiaten, wenn wir ihr bei ihrem Lebensziel, konsequent unerfolgreich zu sein, nicht unter die Arme greifen würden. Ich würde vorschlagen, dass wir ein paar Titel im Kollektiv sammeln, welche auf einem Level wie Ist Vegan Recht sind. Damit Shoyoka die Ideen in den kommenden Monaten nicht ausgehen. Wahrscheinlich stehen einige meiner Anstöße eh schon in ihrem Notizbuch, aber meine Vorschläge für Folgeartikel zu Ist Vegan Rechts wären: Erstens, ist man ein Faschist, wenn man morgens zum Bäcker geht? Zweitens. Ich gehe gar nicht jeden Morgen zum Bäcker. Ich backe oft die Sachen auf, die ich habe. Hitler und Stalin based? Fragezeichen. Oder drittens und mein persönlicher Favorit: War der Reichstagsbrand eigentlich links? War der Reichstagsbrand eigentlich links? Das könnte so eine Frage von Beatrix von Storch sein, oder? Aufschreib das auf!
Tun wir als Community was Gutes und sammeln für Shoyoka. Schreibt euren besten Titel in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu bewerten und die Glocke zu aktivieren. Des Weiteren möchte ich ein Statement zu meinen Witzen über Asiaten im Vorhinein. Er macht jetzt schon Werbung für die Glocke und das Video geht noch mal doppelt so lang. Wegen Video abgeben. Nein, Spaß, hat sich original keine einzige Person beschwert, dass ich paar dreiste Vorurteile in den Raum gestellt habe. Böse zu sein macht mich glücklich. Was bist du für ein Arschloch? Bin stolz auf... Ich will die ganze Zeit darauf antworten, was bist du für ein Arschloch? Ich will die ganze Zeit sagen sowas wie... nicht so eins wie, ja. Kunst, dass wir alle checken, dass diese Videos vor allem spaßig gemeint sind. Alle Menschen sind gleich... Peter Kevin ist halt langweilig. ...bewährt und es gibt nun mal Vorteile, über die man sich ein bisschen lustig machen kann, ohne dass sich irgendwer diskriminiert fühlen muss. Aber come on, hatte echt gehofft, dass ich zumindest ein Social Justice Warrior finde, der sich beschwert, hatte mir schon lustige Konto ausgedacht, dass ich nichts gegen Asiaten haben kann, weil ich schon seit der Grundschule mit Julian Bam befreundet bin und hätte dann diesen Clip als Beweis gebracht. Komm schon! Mach Mathe! Außerdem habt ihr mich um ein Status-Update gegeben, wie es mit der Liebe meines Lebens Sascha läuft. Und nachdem ihr mir unter dem letzten Video eure besten Anmachsprüche geschrieben habt, hatten wir im Twitch-Stream den besten aus... Komm schon, mach Mathe, ey. Das freut dich als Soundtier, echt. Das ist super. ...gewählt. Bro, du bist eine Legende. Du musst doch übrigens 1000 Weiber haben. Melde dich bei mir, du bekommst einen Gutschein, Junge. Habe sie damit angeschrieben und ihre Antwort kommt am Ende des Videos. Und hört bitte auf, mir einzureden, dass wir nicht zusammenpassen. Aber sie ist so belesen und du bist so... athletisch veranlagt. Ich weiß. Kapitel 2. Shoyoka, die Zerstörerin, die nie zerstört. Es fällt langsam auf, dass immer das komplette Gegenteil passiert von dem, was sie eigentlich möchte. Es scheint so, als wollte sie Skyros... Das war sie auch nicht die Erste. Da gibt's jemand, der wo hat den Mittel... Ja komm, das lass mal das Thema. ...mit ihren Tweets zu einem Faschisten machen und wie vorhin erwähnt... Na, wenn du Adresse nennst und Leute dazu aufrufst, dich zu besuchen und dann sich dein ganzes Leben verändert... Hat nicht dazu geführt, dass du mehr Ruhe hast. Der Belästigung auf der Gamescom bezichtigen. Dieser ist den ganzen Anschuldigungen aber nicht nur meisterhaft ausgewichen. Ich bin eine Frau. Nein, er ging auch als großer Gewinner raus, hat deutlich mehr Twitch-Zuschauer als vorher und auch sein YouTube-Channel hatte einen riesen Boom. Genau dasselbe. Ja, das ist halt wirklich bitter, ne? Wenn du halt so viel Quatsch. Da fragt man sich manchmal wirklich, war das Absicht? Also hatten die, war das so ein insgeheimer Plan, Skurrus zu comebacken quasi? Bei KuchenTV, bei dem lief gerade relativ schlecht, bis Shoyoka selbstlos den ganzen Hate aufgesaugt hat, wie ein Plus-Size-Model den verschütteten Milchshake. Ja, und es ist das Arschloch wieder im Hype und sogar Monte reagiert auf ihn. Monte fordert ihn sogar zu Videos auf und Kuchen macht dann sogar Videos. Nachdem Monte ihn aufgefordert hat. Könnte also durchaus sagen, Shoyoka ist wie Robin Hood. Sie nimmt den Hate von den anderen und gab sie der Woke-Bubble, ja, und sich selber natürlich. Eine tolle Frau, könnte man sagen, wenn sie nicht ständig mit unangenehmen Kommentaren auffallen würde. Wobei bei Shoyoka, ich trotz allem, ich glaube, dass sie intelligent genug ist, vielleicht doch noch zu erkennen, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Bei Menschen wie Freiraumreh bin ich sehr, sehr skeptisch. Also ich traue Shoyoka mehr Weiterentwicklung zu als zum Beispiel Freiraumreh. Bei Freiraumreh glaube ich wirklich, das ist so eine, die so voll komplett, nur noch im Film. Wirklich, wenn du die Wahl hast zwischen Freiraumreh und Shoyoka, glaube ich, Shoyoka ist eher dazu fähig als Freiraumreh. Bei Freiraumreh glaube ich wirklich, die ist komplett so in so einem Film drin. Moment, verstehe ich das gerade richtig? Das 9-Euro-Ticket wird genutzt und darüber beschweren sich gerade massig Leute? Ist das euer Ernst? Oh nein, Menschen nutzen bezahlbare, klimafreundliche, regionale Mobilität. Alarm! Wir könnten hier noch was Gutes für die Erde tun. Um erstmal deine Frage zu beantworten. Nein, du verstehst so gut wie nie irgendwas richtig und das ist dieses Mal auch keine Ausnahme. Die Leute beschweren sich nicht, dass das 9-Euro-Ticket genutzt wurde. Die beschweren sich darüber, dass die Infrastruktur unserer Züge teils so desaströs ist, dass man zu Stoßzeiten in den Sommerferien kaum Luft bekommt, so voll sind die Züge. Bei mir in der Nähe... Ja, das war eigentlich der Hauptkritikpunkt. Also gut, man kann natürlich noch über Finanzierung und dies alles reden, ne? Und oh, ist das jetzt wieder ein Geschenk an die sozial Schwachen und dürfen die überhaupt mit 9 Euro durchs Land fahren? Aber ja, die Hauptkritik ging eigentlich darüber, dass die Infrastruktur im Arsch ist, ne? Weil man jetzt auch da wieder sagen muss, es nicht zu machen,
wäre auch nicht besser gewesen. Also wir haben es halt gemacht mit der scheiß Infrastruktur. Die Infrastruktur, die ist sowieso jetzt zugrunde gerichtet. Also die muss so oder so verbessert werden. Da muss ich auch immer wieder sagen, da muss ich auch mal wieder Farbe bekennen. Bitte wählt nicht CDU, CSU, weil die verwaltet dieses Land zu Tode. Ne? Wir können viel an den SPD, an den Grünen oder wen auch immer kritisieren. Ist kein Problem, ne? Und die bieten genug Angriffsfläche. Aber wenn ihr wirklich wollt, dass unser Land halbwegs in Zukunft hat, wählt eher ein bisschen progressiv, weil unsere scheiße Bahninfrastrukturen, dass wir nur auf Individualverkehr über Jahrzehnte gesetzt haben, hat viel mit konservativer Politik zu tun. Also, dass wir zu wenig in Bahninfrastruktur gesetzt haben, dass durch die Privatisierung der Bahn und dass wir so viele regional auch Linien abgebaut haben. Ich bringe mal das Beispiel zum Beispiel aus meiner Region, Albstadt, Taifingen, die Talgangbahn zur reaktivieren, das was sie damals halt stillgelegt hat, ne, ist ein großes Problem. Es gibt, Lumpi, ich weiß, was du meinst, aber ich würde trotzdem sagen, dass die CDU, gerade wenn du es auf Landesebene betrachtest, die ist nochmal etwas fortschrittsblockierender als die SPD. Und ich will jetzt nicht sagen, Olaf Scholz mega geil oder sonst was, bitte versteht mich nicht falsch, aber ich verstehe bis heute nicht. Ich meine, wir haben jetzt wieder Umfragewerte von 30% CDU. Die haben die höchste, meiste Regierungszeit von allen Ländern, also Bundesländern und deutschlandweit. Seit der BRD-Gründung. Ne? Und guckt nochmal an die einzelnen Länder, zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg, aber auch zum Beispiel Niedersachsen oder so. Niedersachsen immer mal wieder ein bisschen SPD auch, NRW auch, ne? Aber ich verstehe nicht, wie diese Partei, die können in so viele Lobbyismus-Skandale reingeraten, die können in so viele Korruptionsskandale reingeraten, Maskendeals, dies, das und so weiter. Die schaffen es jedes Mal 30% zu kriegen, teilweise in Umfragen. Jetzt wieder mit Friedrich Merz. So, und ich weiß, die Wut auf die SPD und Grünen, die ist sehr groß und die ist auch berechtigt. Aber ich verstehe wirklich nicht, wie diese Union jedes Mal so hochkommt. So, jetzt haben wir diese komische Pannenampelregierung. Verstehe ich auch. Aber was haben wir gemeckert über die Große Koalition, wo natürlich die SPD auch dran beteiligt war. Aber wir müssen dazu sagen, es war eine SPD mit 15-20%, ne? Maximal. Aber warum kriegt diese scheiß Union dann diese Chancen? Warum? Also selbst Rot-Grün unter Schröder waren 7 Jahre. Kohl von 82 bis 98, 16 Jahre. Adenauer von 49 bis 61, 12 Jahre. Jetzt Angela Merkel von 2005 bis 2021, 16 Jahre. So, da schauen wir jedes Mal drüber hinweg. Da geht mal eine Legislaturperiode an uns vorbei und dann sagen wir, ja, mein Gott, von denen erwarten wir ja gar nichts, deswegen können wir ja nicht enttäuscht werden. Von so einer linken Regierung oder mitte-links-progressiven Regierung, da haben wir solche Erwartungen und wenn sie nach 2 Jahren verkacken, sofort wieder zurück zur CDU. So, das geht mir nicht durch den Kopf. Ich bin, seit 2009 das war die erste Bundestagswahl, wo ich gewählt habe, aber das verstehe ich bis heute nicht. Warum wir dann immer wieder zur Union rennen? In Baden-Württemberg hatten wir Landkreise, da wurde 50-60% Union gewählt. So, und dann guckst du wie nach Aulendorf und denkst so, ja, geiler Zugverkehr. Wie wär's, wenn wir vielleicht doch mal überlegen, ja, die Linksprogressiven, die bauen schon viel Scheiße, aber wer baut am meisten Scheiße? Wer lässt das Land tot verwalten? So, dann gib doch mal irgendwie so einer komischen pseudo-linken Regierung wenigstens mal 4 Jahre mehr. Die werden schon das Land auch nicht kaputt machen. Nicht kaputt, als es ohnehin schon ist. Ich musste das mal kurz hier sagen, weil ich verstehe das nicht, warum so die CDU, CSU, die kann in hier Spendenaffären, was auch immer, kann in jeden Scheiß verwickelt. Hier falsche Doktortitel, Annette Schavan, Gutenberg, die kann in jeden Scheiß verwickelt werden. Da denkt man dann immer so, ja mein Gott, von denen erwarten wir ja nichts.
Deutsche Bahn richtig Unfug. Das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, wie der Parabelritter sagen würde. Aber ein Freund von mir hat letztlich erzählt, dass zwei Züge ohne Schienenersatzverkehr auf seiner Route hintereinander ausgefallen sind. Und der Zug, der danach kam, hatte nur einen Waggon, sodass nicht mal alle, die gewartet haben, überhaupt reingepasst haben. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber für ein Land, das sich Klimafreundlichkeit auf die Fahne geschrieben hat, ist die Infrastruktur meilenweit hinter anderen Ländern und teils unzumutbar, und das kann man durchaus kritisieren. Stattdessen macht sie halt lieber das Narrativ auf, dass Leuten die Klimafreundlichkeit stört. Gott sei Dank. Nee, das ist nicht der Hauptkritikpunkt, das ist halt wieder her. Shoyoga geht's halt gut, die hat die Kohle, und notfalls setzt sie sich halt ein Auto und muss sich ja damit nicht auseinandersetzen, ne? Danke, ist die selbstständig. Stell dich mal vor, die würde einen normalen Beruf ausüben, wie zum Beispiel Feuerwehrmann. Sie würde nicht nur alles falsch verstehen, sondern auch alles falsch machen. Ich hätte jetzt eher daran gedacht, warum sie als Frau erst als Dritte runterrutschen darf. Damit habe ich jetzt gerechnet. Tut mir leid, erster Tag, ich lerne noch. Das letzte Mal, als ich einen fremden Mann auf der Straße geantwortet habe, wollte er, dass ich mit ins Auto steige und mit zu ihm fahre. Ich habe abgelehnt, also ist er mir 3 Straßen lang im Schritttempo nachgefahren und hat mich durch das Fenster als hässliche Hure beschimpft. Sollte das passiert sein, ist das eine scheiß Aktion. Punkt. Arschloch. Also, ich nehme das jetzt mal hin, was sie behauptet hat, ne? Wenn das so war, scheiß Aktion. Arschloch. Riddle möchte mich zuerst mal distanzieren, dass sie auf diese Art und Weise beschimpft wurde. Das geht gar nicht. Mir persönlich wären nämlich deutlich mehr Adjektive von dem Nomen eingefallen. Nein, Spaß beiseite. Schauen wir uns doch mal den Tweet spaßeshalber wortwörtlich an. Also, die Durchschnittsstraße in Deutschland geht über mehrere hunderte Meter, meist Kilometer. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es kleine Straßen sind von 150 bis 200 Meter Länge. Mal 3 wären das circa 500 Meter. Das sind zu Fuß 7 bis 10 Minuten, für Shoyoka wahrscheinlich 15, weil sie in ihrer Wichtigkeit als Frauenrechtsaktivistin nebenbei natürlich eine ganze Community mitcarried auf ihren Rücken. Aber wir gehen einfach mal. Das ist gar nicht mehr vorne, die wird alles so hinterherlaufen. Einfach sich das so bildlich vorzustellen. Fairerweise von 7 Minuten aus. Stellt euch mal vor, wie realistisch es ist, dass ein Typ 7 Minuten im Schritttempo neben Shoyoka hinterherfährt und sie durchgängig beschimpft, weil er einen Korb bekommen hat. Es gibt sicherlich. Aber wie gesagt, gut, das hat sie jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Kann natürlich trotzdem sein, dass sie ein paar Meter gelaufen ist. Das würde ich nicht ausschließen, dass was mir machbar ist. Nicht viel, was man an Shoyoka beschimpfen könnte, aber 7 Minuten ist echt eine Glanzleistung. Der Typ muss eine Mischung aus Julians Block, Goethe und Klaus Kinski gewesen sein. Dumme Sau, sie! Frauen sind dumm. Frauen, die anderen Frauen. Bei sexueller Belästigung in den Rücken fallen, sind einfach der Bodensatz unserer Gesellschaft. Gibt kaum was Ekelhafteres. Oh, nee. Diese Schubladendenken geht mir mittlerweile so auf die Nerven. Warum soll eine Frau einer anderen Frau glauben, dass sie eine Frau ist? Es gibt gute Frauen, schlechte Frauen, gute Männer und schlechte Männer, gute Hunde, schlechte Hunde, gute Zeit, schlechte Zeiten. Sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Sind Frauen jetzt in der Kollektivschuld, dir zuzustimmen, weil du eine Frau bist? Das ist doch sehr, sehr kontextabhängig. Und was soll in den Rücken fallen überhaupt bedeuten? Es gab ja bestimmt durchaus Frauen, die hatten dich ja nach Beweisen gefragt für deine Anschuldigung gegen Skiros, welche du halt nicht geliefert hast. War das schon in den Rücken fallen? Fragezeichen. Aber ey, nicht nur, dass du keine Beweise geliefert hast, nein, es hat sich auch bis heute keine der Frauen gemeldet, welche angeblich auch noch belästigt wurden. Das zusammen... Wie gesagt, muss Skiros sympathisch finden. Mit den Videoaufnahmen von Skiros, welche ein Treffen von euch beiden auf der besagten Gamescom zeigt, werfen halt kein gutes Licht auf deine Glaubwürdigkeit. Und sind die Frauen, die da jetzt zu Recht etwa... Warte, was ich immer noch nicht verstehe, wenn sie doch schon so angeekelt und genervt ist, warum läuft sie so aktiv noch Richtung Kamera und stellt sich ja fast schon so richtig dem Gespräch? Also das, wenn du schon denkst, so, ach, der Penner da, so auf die Art, ne? Denkst du so... Okay, dann läufst du einfach weiter uninteressiert und sagst, ach, kein Bock auf den Lappen, ne, weiter, ne. Ich will irgendwie, keine Ahnung, hier ein Backstage oder so. Nee, warum läufst du zurück in die Kamera, wo du meinst, du wirst belästigt oder weil das Selfie zu hoch ist, zumal er ja einfach, also ich meine, er steht einfach da, hat dieses Ding da an. Ich meine, selbst wenn er so ein Arsch wäre, würde irgendwie darauf pochen oder darauf hoffen, dass irgendwie jetzt man was sehen irgendwie könnte, irgendwie 2 Zentimeter mehr des Ausschnitts. Aber er steht ja bereits schon da. Also er war ja schon davor vor ihr da. So, und sie läuft rein, er sagt, ja, hallo, Shoyoka ist auch zu sehen, bla bla, ne? Dann läuft sie dazu, bleibt stehen, bringt sich auch in Präsenz, ne? Und dann soll da
Hä? Was misstrauisch sind, jetzt für dich. Vor allem, du kannst ja auch nichts sehen. Was ist eigentlich, wenn du. Ich weiß nicht, wie groß die ist. Wie ist die, wie groß ist die? 1,60, 1,70? Ich kann es nicht beurteilen. Was ist, wenn du jetzt 1,80 Meter bist? Oder 1,90 Meter? Und du guckst einfach nur auf sie runter. Dann hast du ja genau diesen Selfie. Ich meine, wenn jetzt. Wie groß ist. Scrooge? Da ist keine 1,80, oder? Da ist 1,75 oder was. Ich weiß nicht, wie groß ist der? Ich habe den nur bisher auf irgendwelchen Videos da gesehen. Hör mal, er ist 1,80. Und da hast du die Kamera auf deiner Höhe. Und wenn jetzt jemand mit 1,60 Meter kommt. Ich meine, allein das macht dir schon einen Unterschied. Wenn du schon 1,90 Meter bist und plötzlich kommt jemand mit 1,60 Meter, hast du 30 Zentimeter Unterschied. Okay. Der Bodensatz der Gesellschaft? Es tut mir leid, aber zumindest in der Öffentlichkeit. Ja, es hat echt was von Fred Durst, das stimmt. Halt hat dein Standpunkt weder Hand und Fuß und deine Argumente sagen. Also wenn ich das jetzt gerade mit seinem. Guck mal, ich schätze mal, Skurus ist so 1,80, oder? Oder 1,78 sowas. Weiß ich, wie aufrecht der auf seinen Stuhl setzt, ne? Bei mir sieht man ja eigentlich, wenn man genau guckt, dass ich nicht groß bin, weil, ne, wenn ich jetzt hier normal auf meinem Stuhl sitze, dann komme ich mit dem Kopf hier ungefähr da dran. Das sind die meisten normalerweise mit dem Kopf hier weiter oben drüber. Ich muss mal die Kamera wieder ein bisschen anders positionieren. So. So. Wenn sie jetzt, sag ich mal, 1,70 Meter ist oder 1,65 Meter. Circa so aus. Etwa eine Anschuldigung sein? Ja, so wie ich das sehe, gibt's drei Möglichkeiten. Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Und drittens, du warst es! Bevor ich heute nicht nur ein... Keine Widerrede, weil ich sowieso gewinne, weil ich ein Mädchen bin. Partizier, sondern zwei. Möchte ich erwähnt haben, dass die Videos auf Jay Riddle ziemlich aufwendig sind, sodass nur alle ein bis zwei Wochen ein neues Video kommt, wenn es etwas mehr sein darf und ihr auf ungeschnittene Reaction steht. Das wäre eigentlich auch mal ein geiler Sound, oder? Keine Widerrede, weil ich ja sowieso gewinne, weil ich ein Mädchen bin. Oh, das ist ein furchtbarer Song. Gerne mal bei JJ Riddle vorbeischauen. Die Stimmung ist herrlich toxisch. Wir machen uns fast täglich über die Woke-Bubble lustig und verbreiten händchenhaltend das Chaos in der Welt. Naja gut, ich habe jetzt keinen Bock, mich da ständig drauf einzuschießen, ne? Aber ja, danke. Lustiges Video. Das geht noch ein bisschen weiter. Geht ein bisschen weiter. Wäre, dass sie ihre Bubble von Ja-Sager nicht gut tut. Ihr Verhalten zu reflektieren und den ein oder anderen Fehler einzusehen, wäre ein guter Weg, ihren Hatern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Stattdessen kann ich mir richtig gut vorstellen, wie sie mit ihren Freunden auf der Couch sitzt, sich gegenseitig noch in ihren Wahnsinn bekräftigt und sich von Freiraumreh zum nächsten dummen Take ermutigen lässt. Hier sehen wir Freiraumreh, wie sie Anweisungen gibt, kurz bevor Shoyoka komplett reinscheißt. Hier, sie ermutigt sie nochmal ein bisschen. Das Fazit ist, wenn sie nicht gestorben ist, dann ist sie noch heute die Merkwürdige im Dorf. Soschka, warum antwortest du denn nicht? Ach, ich dachte, das wäre was Besonderes zwischen uns, aber ich warte, wenn es sein muss, für immer auf deine Antwort. Eine Maske könnte ich auch mal anziehen, ja. Oh, eine Antwort! Sascha hat geantwortet! Oh Gott! Und wenn ich mache, dann mache ich auch so Reactions wie, böses Omen. Ja? Und hat gerade eben Schurke was sehr Interessantes gesagt. Das kann man auch so oder so sehen. Verpiss dich, du Anso! Ich auch so eine Maske auf. Der ist auch nicht so riesig, ne? Ja, 1,80 auch maximal. Das war heutzutage schon gar nicht mehr so groß. Nee, aber das ist wirklich so, also, wenn du so ein Selfie, ich habe ja auch hier so ein, Moment, Mose, hier. Ich habe den noch nie großartig benutzt, aber so ein Selfie-Stick. Was jeder findet, sehen doch so, ne? Es gibt altere schwäbische Bauchweisheit, ne? Musst fürs Fotos arg die Strecken, brauchst du einen Selfie stecken. Man hält den immer so. Also ich bin jetzt so etwas über 1,70. Und da würde ich den, wenn jetzt jemand käme, weiblich ist, ich würde gar nicht darüber nachdenken.
Nicht, weil ich jetzt irgendwie notgeil bin oder so, sondern so, und dann hältst du es so, dann steht die Person da. Jetzt mal vor, die ist 1,50 Meter, gibt's ja auch manchmal, oder 1,55 Meter. Dann drehst du dich so rum. Und was ist, wenn jetzt die Person etwas mehr Oberweite hat? Und dann bist du schon bei Sexual Harassment. Wow, warum eigentlich dieser Anglizismus? Vollkommen unnötig. Hä?